Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Tales of Cestiria. Das letzte Mal ist sehr, sehr viel passiert. Und wir haben auch ein sehr episches Intro gesehen. Und jetzt werden wir uns hier mal in dem Arondach-Wald umsehen. Oder Arondach, ich weiß nicht, wie man es genau aussprechen möchte. Ich möchte auf jeden Fall alles absuchen. Egal, ob wir hier jetzt was finden oder nicht, aber bei solchen Spielen sollte man generell immer alles untersuchen. Deswegen wird es wohl auch ein ziemlich langes Projekt werden. Aber gut, ich meine, dann hat man ein bisschen was vom Spiel, ne? Hier zum Beispiel. Das erste, was hat man denn da? Trank des Lebens. Ah, Migleo. Sorry. Weiter in Richtung Osten geht es in die Stadt. Sieht ganz danach aus. Ich glaube, wir kommen schnell genug hin, wenn wir direkt durch den Wald laufen. Na, nicht direkt. Ich suche hier alles ab. Jetzt zum Beispiel. Kampfstiefel. Oh. Ich kann ausrüsten. Du hast schon die Kampfstiefel. Sind das bessere? Fokus. Da, tatsächlich. Betäubungszeit reduziert um 20%. Elementar. Bonusfertigkeiten. E-Bündel. E-Bündel werden durch Positionierung von zwei oder mehr Bonusfertigkeiten auf einer horizontalen Linie aktiviert. Dies kann beim Kampf gegen einen bestimmten Feind nützlich sein, da Fertigkeitseffekte für bestimmte Elemente gelten. Bonusfertigkeiten erhältst du durch Reihen aus 2x2 oder 5 Grundfertigkeiten. Sie bringen doppelte Bonuseffekte. Kommt mir doch nicht mit Mathe. Bitte. Das ist ganz schlecht bei mir. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war eher so der Geschichtstyp. Damit konntet ihr mich löchern. Aber doch nicht mit Mathe. Sieht so aus, als ob ich hier nicht weiter kann. Aber da ist was. Vielleicht kann man das erst später. Und ich soll mir den Weg merken. Der Weg wird sowieso etwas kompliziert. Wo ich könnte die Runde da erstmal laufen. Ja. War es noch hier? Ja. Oh, da ist das auch. Kamele. Ist das hier etwa alles noch zu? Ich kann gar nicht so richtig da lang, wo ich möchte. Da ist zum Beispiel auch zu. Ja, da geht jetzt der direkte Weg dahin. Scheinbar will man noch gar nicht, dass ich so weit erkunde. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal... Ah, kann ich gar nicht. Okay. Ich verstehe schon. Scheinbar soll ich wirklich den direkten Weg nehmen. Naja, das alles hier ist noch... noch von Steinsäulen verborgen. Ja, wirklich erst den direkten Weg. Okay, dann machen wir das mal. Wir müssen dann wohl Backtracking betreiben. Seehafenhöhe. Okay. Ich habe immer die Angewohnheit, jeden Speicherstein mitzunehmen, den ich sehe. Zumindest, wenn ich das erste Mal in einem neuen Gebiet bin. Deswegen nicht wundern. So. Ist hier irgendwas für mich? Hier wirkt die Musik etwas sehr episch. Okay, probieren wir es mal so. Okay, gut umsehen. Wie sieht denn die Karte aus? Aha. Oh.
Oh ma... What the hell? Ja? Übertreib doch mal. Ich will doch alles mitnehmen. Was bist du denn? Siehst nicht so freundlich aus. War ja klar. Wechsel das Ziel mit R1 und... Schön, dass ich gerade das Buch der Monster aufgeschlagen habe. Ah, so kann ich wechseln. Okay. Ich verstehe. So. Strategie. Führe die Verbündeten mit dem Strategiemenü. Aktion, Basisanweisungen, zum Beispiel Gegnerwahl, Taktik, Verhältnis von Artis mit langer und kurzer Reichweite, Angriffsrate, Angriffsfrequenz, Auswirkung auf SK-Verbrauch, Verteidigung, Heilung, Einstellen der KP-Schwelle ab der Wiederherstellung und Verteidigung priorisiert werden. Anweisungen gelten für alle Figuren, deren Störungsmodus auf Auto eingestellt ist. Ich will nicht sagen, es ist alles noch etwas sehr kompliziert, aber gut. Ich weiß auf jeden Fall, man sollte mal möglichst viele Kämpfe mitnehmen in JRPGs, damit man später nicht Probleme beim Leveln hat. Damensee, die Aquapolis. Arendergwald, pass auf dem Aufsichtsfelsen auf, wo du hintrittst. Oh, wie schön. Okay. Komm her, Kumpel. Wieso? Erteile Befehle mit R. Was? Befehle? Befehle die ganze Gruppe mit dem rechten Control-Stick. Befehle überschreiben alle Vorgaben im Strategiemenü. Vorwärts stürmen. Oh, oh Gottes Willen. Ausschwärmen. Angriffe bündeln. Abwehr priorisieren. Lösche Befehle mit. Oh mein Gott. Ich sag mal so, das Kampfmenü ist noch nicht ganz so einfach. Es gibt vieles zu beachten, aber oftmals wechselt man. Ach, wechselt, weil da gerade wechseln steht. Findet man sich ja nach ein paar Parts damit zurecht. Wechsel des Steuerungsmodus. Was? Drücke L3, um den Steuerungsmodus der gesteuerten Figur anzeigen zu lassen. Und drücke L3 erneut, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln. Manuell, du steuerst alle Aktionen, Semi-Auto. Bei Angriffen bewegt sich die Figur automatisch in einem angemessenen Abstand zum Feind. Alle Aktionen laufen automatisch ab. Okay. Okay, ich denke mal, hier oben haben wir jetzt alles. Ja, da muss ich definitiv noch reinwachsen in dieses System. Also mich damit zurechtfinden. Verborgene Artis. Verborgene Artis können die Kriegsartis eines Feindes überwältigen. Wenn ein Feind eine Salve von Kriegsartis auf dich niederprasseln lässt, versuche einen Gegenzug mit einer Salve verborgene Artis. Andererseits dauert es länger, verborgene Artis zu wirken und sie verbrauchen mehr SK. Sie vollkommen zu bashen, musst du dir genau überlegen, wann und wie du sie am besten einsetzen solltest, um in Kombos oder in anderen Situationen. Oh mein Gott. Überfordert mich doch nicht so stark.
Ach, da kann ich noch gar nicht hin. Okay, also im Moment ist der Weg wirklich noch genau vorgegeben. Irgendwo war doch hier eine Schlange da, ist so. So. Okay, noch Tigerklinge. Okay, ich verstehe. Okay, okay. Wird schon. Alles großartig. Ich hatte da aber eben noch irgendwas... Irgendwas bekommen... Titel. Titel kannst du dir jetzt einzigartige Ausrüstungsgegenstände vorstellen, die beim Tragen Figurwerte verbessern. Durch Abschluss von Ereignissen und Levelaufstiege mit bestimmten ausgerüsteten Titeln steigt seine Beherrschung, wodurch du neue Fertigkeiten erlernen kannst. Okay, an dem Moment habe ich das. Okay. Na, wir sehen auch die ganzen Sachen, die können aufsteigen. Okay. Oh, hi, was bist du denn? Oh, okay. なんか下界に来たんだって実感してきたな。あっちこっちに目移りして道に迷わないように。ははは、地図があるから大丈夫なのだよ。ああ、店員見聞録に載っていたっけ。ただ、古い地図だから自分で書き足して使わないとだけど。Weltkarte. Du kannst nun durch Drücken von R3 die Weltkarte auch außerhalb deines Kampfes ansehen. Du siehst dann Karteninformationen, wie welche Feinde in welchem Gebiet vorkommen. Okay. Seehafenhöhe. Schmelztiegel der Bosheit, Läden, Gasthaus. Ah. Lysia, Dungeons. Okay. Hey, Kumpel. So, jetzt sind die Gegner ja auch sehr einfach. Ich befürchte, das wird noch kommen. Drei Arten von Artis, Kriegsverborgene und Seraphische Artis, stehen einander entgegengesetzt gegenüber. Kriegsartes stören seraphische Artes. Beim Wirken verborgene Artes bringen dich Kriegsartes nicht zum Taumeln. Beim Wirken seraphische Artes bringen dich verborgene Artes nicht zum Taumeln. Nutzt ein Feind folglich nur eine Art Artes, kannst du ihn mit dem überlegenen Artes schlagen. Oh mein Gott. Und das soll ich mir alles merken? Okay. Was ist denn los? Ja. Ey, die Musik ist cool. Ist das? Ah ne, ich kann mit Mikleo sprechen. Mikleo, mein Mund ist trocken und ich habe Gänsehaut. Das ist also das Unterland. Was für ein Anblick und diese Geräusche. Wirklich wunderbar. Okay. Da könnte ich auch schon weitergehen. Mhm. Ah, ich wollte noch nicht. Na, egal. Hm.
Da konnte ich es wohl auch schon lang gehen, aber ich denke mal nicht, dass man das schon soll, deswegen gehen wir mal hier hin.私らは赤霊の羽、商人のキャラバン隊だよ。俺が隊長のエギー、その子はロゼだ。よろしくな。俺はスレイ、よろしく。今度はちゃんと自己紹介したね。うっせ。キャラバン隊ってことは旅してるの？そう、世界を股にかけてんだ。へえ。俺たちは通商条約に守られている。 だからどの町も基本フリーパスだ。密売とか持ちかけてくる変なのもいるけど、私らは信用第一。やばい仕事をこなす同業者もいるが、俺たちは俺たちのやり方でやる。それが私たちのプライドってやつ。うん、これが人間の証拠ってやつか。そうなんだ。なるほどな。しばらくレディーレイクに滞在するつもりだ。何回利用なら遠慮なく言ってくれよ。 Ne?、うん、ありがとう。営業する前に馬車を何とかしてほしいんだけど。<笑> Okay. Entschuldige die Umstände. Wir wurden von einem Rudel Wölfe angegriffen und haben es etwas übertrieben, als wir uns den Weg freigeräumt haben. Das sehe ich. Sve!犬だ! Oh! Kawaii! Yoshi Yoshi! Oh! ミクリオも撫でてみたら。犬。こういう動物は僕らの存在を感じていて苦手だ。笑うなよ。誰だって苦手なものぐらいある。Süß. Okay. Sicher, dass es normale Wölfe waren? Greifen Wölfe üblicherweise mitten am Tag an? Oh oh. Der Höhepunkt des Festes der Heiligklinge ist die Schwertprüfung. Dabei wird nachgestellt, wie der legendäre Hirte das Schwert aus dem Felsen gezogen hat. Diese Wölfe waren ziemlich mutig, die Karawane einfach so anzugreifen, ne? Die müssen wirklich sehr viel Hunger gehabt haben. Was? Nein? Moment, ich muss... Geht zur Stadt, die auf dem See schwimmt. Ja. Kann ich nur gerade nicht. Ernsthaft? Ich muss ja sagen? Moment mal. くれない。そっか。残念。気が変わったらよろしくね。ひふれさない。数日前、アリーシャ姫がここを通って都に戻ったらしい。俺も噂の騎士姫を見てみたかったよ。アリーシャ姫か。無事に都に着いたみたいで一安心だ。あの狐男は追いつけなかったらしいな。 それにしても王家のものだったのか。まさかお姫様だったなんてね。姫が騎士、しかも遺跡に探索。どんな事情が。考えてもしょうがないよ。だね。あの狐男も町に入って彼女を狙ってるかもしれないし、早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。オーケー。 Gut Leute, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann.